Gespannt lauscht die Gruppe der VHS Hannover Land den Ausführungen von Waldpädagoge Thorsten Vogel. Wie schütze ich mich und meinen Hund bei einem Spaziergang in einem Gebiet, wo Wolfsrudel zu Hause sind? Es geht einfach darum, weil ja doch auch durch den Wolf eine sehr große Unsicherheit da ist, einfach mit Hundebesitzern in den Wald reinzugehen. Nicht nur wegen dem Wolf, sondern wie verhalte ich mich überhaupt mit dem Hund in einem wildreichen Wald und auch Wolfsrevier. Nach mehr als 100 Jahren sind in Niedersachsen wieder Wölfe zu Hause. Sehr zur Freude von Naturliebhabern. So unwahrscheinlich es auch ist, einem Wolf zu begegnen, immer wieder wird von Sichtungen berichtet. Aber war es auch ein Wolf? Oder wurde vielleicht doch nur ein Hund gesehen? Selbst wenn es ein Wolf ist, im Normalfall wird sich der Wolf zurückziehen, wenn er sie rechtzeitig sieht. Wenn der das aber nicht macht, entweder ist es dann ein Hund. Wenn ich mir aber nicht ganz sicher bin, sollte ich mich auf alle Fälle bemerkbar machen, sodass dann dieses Tier, was auch immer es ist, auf mich aufmerksam wird. Und wenn es dann ein Wolf ist und es ist ein Wolf, der sich normal verhält, wird er sich auch zurückziehen. Anhand von Bildern zeigt der Waldpädagoge, wie ähnlich Wölfe und einige Hunderassen sich sind. Die speziellen Merkmale sind aber auf die Entfernung kaum zu erkennen. Durch die Sichtung von Fußspuren und Kot lässt sich nur sagen, dass in diesem Gebiet Wölfe jagen. Es gibt zwar einige Merkmale von der Farbe her, wie die schwarze Schwanzwurzel, schwarze Schwanzspitze, die Ohren, die Lefzen, die Lippen, die Augen. Aber das ist natürlich sehr schwierig zu erkennen, weil man sieht so ein Tier im Normalfall wirklich ein paar Sekunden, ist das weg. Und da jetzt wirklich zu unterscheiden, so in diesen 2 Sekunden, wo man ja selbst überrascht wird von diesem Tier, ist es eigentlich fast nicht möglich, da auf Anhieb zu sagen, das war definitiv ein Wolf. Beobachtungen der Wölfe haben gezeigt, dass sie sich etwa zu 50% von Rehwild ernähren. Sie bevorzugen wenig wehrhafte Beute. Je größer und gefährlicher ein Tier aussieht, umso weniger wird ein Wolf es jagen. Menschen gehören traditionell nicht in ihr Futterschema, vor allem wenn sie sich durch Körpersprache noch größer machen. Etwas anders sieht es da beim Hund aus. Ich sag mal, so ein großer Hund wird eher als Futterkonkurrent gesehen. Während so ein kleiner Hund wahrscheinlich auch als Futterkonkurrent, aber dann doch eher die leichtere Beute ist für so einen Wolf, wenn er denn mal in die Versuchung kommen sollte. Die Kursteilnehmer sehen sich auf jeden Fall für den nächsten Spaziergang besser gerüstet. Da wir auch am Deister wohnen und viel im Wald unterwegs sind, ist das ganz praktisch, dann auch die Tiere mal zu wissen, wie sie aussehen, ob es ein Wolf ist, ob es ein Hund ist oder halt auch das Verhalten der Tiere mal kennengelernt zu haben. Und wenn man die Tiere sieht, würde ich zum Beispiel auch immer umdrehen, um den Tieren nicht irgendwie gefährlichen Situationen ausgesetzt zu sein oder auch die Hunde denn den Tieren auszusetzen, dass alle ihren Frieden haben und ihren Bereich auch haben. Auf jeden Fall ein bisschen mehr Sicherheit, was den Umgang oder beziehungsweise eventuell eine Begegnung mit dem Wolf im Wald bedeuten würde. Keine Angst haben, sondern mit seinem Hund auch in Gebieten mit Wolfsichtungen spazieren gehen. Das können die Kursteilnehmer mit nach Hause nehmen.